Armer Cloud, wo bleibt er denn nur? Ist doch kein Grund zur Sorge. Dem ist schon nichts passiert. Ihr habt selbst gesehen, was der kann. Die Jungs von Soldat sind halt eine andere Liga. Ja, ich hoffe, dass er bleibt. Bist du ja endlich. Hä? Ja. Wolltest dich wohl vor der Arbeit machen, was? Shinra war uns auf den Fersen, also hab ich sie aufgemischt. Ich wollte euch Ärger am Bahnhof ersparen. Nicht schlecht. Na, was hab ich gesagt? Ja. Tja. Warte. Ich muss euch da noch etwas Wichtiges sagen. Ja? Draußen waren unsichtbare Wesen. Ah? Hä? Wie Geister in langen Roben. Klingt eher sichtbar. Erst später. Nachdem sie mich berührt hatte, denke ich. Eine neue Shinra-Waffe? Bestimmt hast du vor Angst halluziniert. Vergesst es. Ich hätte nicht sagen sollen. Ab ins nächste Abteil. Ganz schön voll. Ja, allerdings. Will halt jeder raus aus dem Sektor. Was gibt's da zu meckern? So fallen wir weniger auf. Wir sehen uns bei Ankunft vorne im Zug. Aufgrund des Störfalls in Makoreaktor 1 müssen wir auf dieser Strecke derzeit vor Ort sein. Davon habe ich schon mal irgendwo gehört. Ich finde das echt alles super scheiße. Der Güterzug war die richtige Entscheidung. Ich wäre jetzt echt gerne allein. Und wenn Sie noch einen Makoreaktor anbieten, ist das ein Vergessen Sie es. Darf ich dich mal was fragen? Meine jüngste Tochter lebt doch in Sektor A. Wüsste nicht, wie ich dir helfen könnte. Diese Kämpfe mit Shinra, macht dir das gar nichts aus? Ich meine, das sind schließlich schwer bewaffnete Jungs. Ich war bei Soldaten. Kannst du mich bitte einfach in Ruhe lassen? Ich hatte ganz schön Schiss. Kannst du mir glauben? Gewöhnst dich schon daran. Ehrlich gesagt hoffe ich, dass ich das niemals muss. Ob man die Schuldigen wohl schon gefasst hat? Mach doch den Scheiß nicht. Das ist alles nur ein Traum, oder? Nicht dein Ernst, oder? Einen Reaktor in die Luft zu jagen. Was haben die sich dabei gedacht? Offiziell wurde noch nichts gesagt, aber das waren sicher diese Terroristen. Avalanche. Meinen Sie diese Mistkerle, die auch schon mal den Direktor umbringen wollten? Mhm. Ob die Shinra erpressen wollen? Hey, redet keinen Stuss. Avalanche will doch nichts anderes als den Planeten retten. Hm? Und wer sind Sie, mein Herr? Ein redlicher Bürger, der sich um die Welt sorgt. Was? Wer es glaubt, wird selig. Obst. Der tickt mal raus. Diese Explosion sollte sicher ein Warnschuss für die Verbrecher da oben sein. Ich meine die Drecksäcke, die den Planeten ausbeuten. Wie hießen die Penner noch gleich? Das müsstet ihr doch eigentlich wissen. Einschüchtern lassen wir uns durch sowas nicht. Egal was passiert, wir machen so weiter wie bisher. Genau, denn Widerstand können wir auch. Und wie? Jawohl, ein Hoch auf Shinra! Ihr seid ja richtige Helden. Natürlich! Wir tun auch nur, was wir können! Gehen wir! Ich tue einfach, als ob ich schlaf. Ich hab nichts gehört.
Willst du jetzt reden oder nicht? Okay. Ja, nicht gut. Alles klar. Hast du kurz Zeit? Ja. Neue kriegen eine Einführung. Die Karte hier ist wie gemacht dafür. Wahrscheinlich kennst du das meiste schon, aber ist halt so Tradition. Wie oft muss ich euch das sagen? Ich... Wenn du weiter so meckerst, kriegst du noch Falten. Hier, sieh mal. Das ist ein Gittermodell unserer Markusstadt Midgar. Sie wurde auf einer riesigen Metallplatte errichtet, die sich 300 Meter über dem Boden befindet. Was? Das stählerne Fundament dieser strahlend schönen Stadt. Doch wo Licht ist, fallen Schatten. Das Ganze verbraucht Unmengen Marco-Energie, was aber keinen zu stören scheint. Achtung! Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Oh oh. Das hier ist die Route unseres Zuges. Wie du siehst, schlängelt sie sich spiralförmig um den Hauptpfeiler herum. Da! Wir sind gerade auf halber Strecke. In diesem Bereich werden die IDs gescannt. Und zwar von allen Fahrgästen. Geburtsdaten, Zugangsberechtigung, Vorstrafen. Sämtliche Informationen gleichen sie mit ihrer riesigen Datenbank ab. Zu unserer eigenen Sicherheit heißt das. Es geht los. Unsere IDs sind natürlich sauber. Hey, schließlich habe ich sie gefälscht. Und gleich sind wir auch schon wieder unten. Gutes Gefühl. Sieh gut hin. Oh, diese faulige Pizza ist schuld, dass die Leute hier unten so ein dreckiges Leben haben. Shinras Makogier ist grenzenlos. Karge Böden und die Luft so schlecht, dass nichts mehr wächst. Wen's stört, er kann doch abhauen. Hm? Mich hat auch nichts aufgehalten. Wer stark ist, sollte sich für die Schwachen einsetzen. Wie wär's, wenn du zur Abwechslung mal was für andere tun würdest? Wir sind alle wie dieser Zug. Unser Weg ist uns vorherbestimmt. Weste, gibt's eine Jukebox? Eier. Schallplatten. Schlimmes passiert. Na, endlich! Hey! Hier! Willkommen hier zurück! Hier sind wir! Oh, ihr seid aber was denkst du denn? Papa! Seid unten! Na, mein Spatzi! Ich hab dich vermisst! Mir ist nichts passiert! Ach, wie schön! Nichts passiert? Was ein Glück! Bin ich froh. Ja! Wir haben's geschafft! Astra! Gesund und munter zurück! Die Mission war ein voller Erfolg! Ein großer Schritt für die Rettung des Planeten! Genau! Leute! Tönt ihr nicht so rum! Wir fliegen auf! Du hast doch auch. Oh Mist! Bis zur nächsten Mission habt ihr Ausgang. Schlagt euch mal richtig die Bäuche voll. Bis später. Oh? Etwa vergessen? Wir treffen uns im siebten Himmel. Tifa wartet sicher schon auf dich. Ach, das ist sein Tochter. Alles klar. Haben Sie meinen Mann denn? Wie ist die Stimmung in den Slums? Hast du die Riesenexplosion im Fernsehen? Ich bin richtig ausgehungert. Wollen wir uns was an den Boden vom Bahnhof kaufen? Der Burgerladen, den du so magst, hat heute ausnahmsweise. Es wird echt. Ich würde so gern ein Gespenst. Ein Glück habe ich jetzt nach Hause. Ist was? Alles okay. Solange heute Nacht lasse ich dich nicht nach Hause. Verehrte Fahrgäste, der Zugverkehr wird für heute eingestellt. Als er den Laden übernommen hat, habe ich mir gesagt, denken darf. Er muss auch Menschen helfen, die eine schwere Zeit haben.
sehr nett, danke. An alle Reisenden, bitte verlassen Sie jetzt das Bahngelände. Stell dich gefälligst hinten an. Ich stell mich doch gar nicht an, ich will doch gar nichts. Die frittierten Malken frisch aus der Fritteuse oder die doppelte Portion Malken? Ja, ja. Sehr witzig. Das ist das gleiche tiefgekühlte Fertigessen, nur halt unterschiedlich große Portionen. Oh Mann, das ist aber schon. Was ist denn los? Diese Terroristen müssen verrückt sein. Natürlich sind die verrückt. Schlagen überall ihre Verschwörungsplakate an. Avalanche hinter der Sache steckt. Habe ich in Zukunft gekriegt. Avalanche? Habe ich schon mal gehört. Die auf der Platte hatten es nur wegen ihrer Reaktoren so gut. Ja. Aber das wird sich jetzt ändern. Wenn es denen da oben auch mal schlecht geht, wissen sie endlich, was wir in den Slums durchmachen. Beruhigt euch, Leute. Wenn überhaupt. Ich glaube, interessiert die überhaupt nicht. Oh. Der Reaktor. Er stand lichterloh in Flammen. Hä? In Sektor 8 in waren Sektor alle Wege durch Schutt versperrt. Marco ist der Lebenssaft. Bla, bla, bla. Ich komme gar nicht hinterher. Ständig neue Poster. Sie mögen ein verblendeter Haufen sein, aber ihre Hartnäckigkeit ist beeindruckend. Was Shinra macht, ist grandios. Sieh doch nur. Was ist? Geht's? Hast du etwa eine Marco-Vergiftung? Nicht schon wieder. Völlig verrußt und durchgeschwitzt. Ich bin echt fix und alle. Kann die Dusche kaum erwarten. Und ich das Wiedersehen mit meinen Kätzchen. Und du? Achtung, wegen defekter Tore akute Lebensgefahr durch wilde Bestien. Da kann ich drauf verzichten. Ich kehr besser um. Ja, aber das hört sich doch interessant an. Hä? Mit den Kreaturen hier legst du dich besser nicht an. Geh heim. Ja, okay. Dann eben nix. Also, wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist der Weg hier momentan leider gesperrt. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Okay. Geht das nicht etwas zackiger? Jawohl! Soldat in Ausbildung. Der wird sich freuen. Das ist mein Arbeitsplatz. Ich kann das nicht fassen. Warum löschen die das Feuer nicht? Ich war gerade gestern erst da. Donnerwetter. Sieht gar nicht schlecht aus. Hast dich zu einem richtigen Mechaniker gemausert. Irgendwann will ich meine eigene Werkstatt aufmachen. Und meine Eltern aus meinem Heimatort. Ach ja, wer ist denn doch? Marlene? Wieder da! Warst du denn auch schön brav? Mhm, war hier bei Tifa. Ohoho, das klingt ja toll, mein kleiner Schatz. Hallo, Cloud. Diese Blume, die ist ja echt unglaublich. Für mich?
Seit wann machst du denn sowas? Ist 5 Jahre her. Da ändert sich einiges. Hä? Ich muss mit Barrett reden. Klar, komm rein. Der Reaktor ist kaputt gemacht worden. Das haben sie im Fernsehen gesagt. Ich weiß, Marlene, aber keine Angst. Ich bin ja hier. Ich werde die ganze Nacht auf dich aufpassen. Genug geflimmert. Jetzt ist Schlafenszeit. Na? Du Dreckskerl! Hey, Barrett! Hast du etwa meiner kleinen Prinzessin Angst angejagt? Du hast gesagt, mit Fremden spricht man nicht. Wie? Ja, das stimmt, Lenchen. Das hast du dir ganz, ganz toll gemerkt, mein kleiner Engel. Toll. Ganz, ganz toll. So, jetzt aber ins Bett. Es ist schon spät. Ach nö. Ich muss dir erst was erzählen, Papa. Aber nur ausnahmsweise. Sag mal, hast du Hunger? Nein, ich hätte gerne mein Geld. Ach, natürlich. Hör mal, Cloud. Können wir draußen reden? Sind die Leute, die gestorben sind, zum Planeten zurückgegangen? Genau. Du, Cloud, ich wollte dir noch etwas zeigen. Es gibt ganz in der Nähe ein paar Apartments. Und eins davon ist noch frei. Da könntest du dich doch einquartieren. Es wäre sogar völlig umsonst, da die Vermieterin unsere Sache unterstützt. Was meinst du? Danke. Das würde mir helfen. Okay, dann mir nach. Wie war es eigentlich oben auf der Platte? Naja, ziemlich chaotisch. Glaube ich dir. Tut mir echt leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Zum Glück ist dir nichts passiert. Mach dir um mich mal keine Sorgen. Das gehört zu meinem Job. Okay, wenn du meinst. Kann schon verstehen, dass ihr Shinra hasst. Danke. Erinnere mich bloß nicht an den. Das hat mich richtig wachgerüttelt. Seid ihr eigentlich gut miteinander klargekommen? Für die anderen kann ich nicht sprechen, aber ich hatte keine Probleme. Echt? Dann bin ich ja beruhigt. Früher hast du dich schließlich ständig nur gezofft. Weiß gar nicht mehr. Die Bilder, die sie aus Sektor 8 gezeigt haben, das war wie in einem Actionfilm. Kein Wunder, wenn Shinra die Sender gehören. Die nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau. Dann war die Explosion also gar nicht so schlimm? Doch. Ach so. Da wären wir. Die Stella Apartments. Das Zimmer ist im 1. Stock. In Nummer 201 wohne ich. Naja, eigentlich schlafe ich hier nur und bin sonst immer in der Bar. Das Zimmer ist kahl wie eine Gefängniszelle. Warum kann ich das nicht rein? Die 202 ist dein Zimmer. Ach so. Der Vermieterin habe ich schon alles über dich erzählt. Was genau? Was? Ach, nur, dass ein alter Freund ein Zimmer sucht. War das okay? Ja, natürlich. Und da? Da wohnt... Ach, es ist schon spät. Wir stellen dich besser morgen vor. Ja, wer denn wohl? Er ist wahrscheinlich... Kein Palast. Aber zum Schlafen sollte es reichen, oder? Wenn du sonst noch irgendwas brauchst? Ja, die Bezahlung. 2000 Gildi abgemacht. Du hast deine Arbeit echt richtig gut gemacht. Am liebsten würde ich dir ja alles auf einmal geben. 500? Wir mussten für die Mission ziemlich viel auslegen. Die Kassen von Avalanche sind leer. Aber keine Sorge. Morgen gehe ich Geld einsammeln. Dann kann ich dir den Rest geben. Da kann ich mich drauf verlassen? Wenn du mir dabei hilfst, auf jeden Fall. Ach so. Aber das ist dann wohl wieder ein neuer Auftrag. Nein. Passt.
Das mache ich für die versprochenen 2000 Gil noch mit. Schließlich geht's um mein Geld. Ein Geschäftsmann. Gut, dann bis morgen. Wir treffen uns in der Bar. Dann schlaf gut. Das kommt von nebenan. Bitte verstopfen. Wer ist das? Das heißt ja auch nicht, oder? Hey! Alles okay? Ich komm rein. Mich gebeten, ein bisschen nach ihm zu sehen. Kannst du ja auch mal tun. Klar. Ja, wie geht's? Die Hosen machen mir echt fertig, ganz ehrlich. Hallo, du bist dann wohl Cloud, habe ich recht? Oh. Ich bin Marle, die Vermieterin. Du bist seit vorgestern hier, stimmt's? Warst du davor auf der Platte? Unter anderem. Ja, verstehe. Naja, die meisten, die hier landen, haben eine kompliziertere Vergangenheit. Wenn du mal reden willst, kannst du dich jederzeit an mich wenden. Natürlich auch, wenn's um Tifa geht. Was soll mit der sein? Mach ihr bloß keinen Kummer, sonst kriegst du Ärger mit mir, hörst du? Das Mädchen ist wie eine Enkelin für mich. Werd's mir merken. Und jetzt sieh zu, dass du in den siebten Himmel kommst. Tifa ist schon vor einer Ewigkeit aufgebrochen. Bist du mir Umbringer? Ich will den Mondstrahl. Ich will mehr Sprung schauen. Ich finde irgendwas.
Bürgerwehr hat angekündigt. Solange der Reaktor stillsteht, bleibt wir glauben, wird ja nichts finden, oder? Auch nicht. Die Kinder sagen mir oft, dass wir ihre Helden sind. Ich würde gerne einiges reparieren. Okay. Dass du gar nicht müde bist, sondern nur so ein Gesicht zu sehen. Schaff das! Schon! Nur noch ein paar! Los! Du siehst müde aus. Wer müde ist, muss sich hinlegen. Slum-Regel Nummer 1. Auf den Rostpfaden ist es echt nicht mehr sicher. Da muss was geschehen. Die Gebäude der Bürgerwehr haben echt auch schon bessere Zeiten gesehen. Was willst du? Stan, der beste Hund der Welt. Du bist der. Lass dir ja nicht einfallen, hier was zu drehen. Die Kinder sagen mir oft, dass wir ihre Helden sind. Okay, da kannst du echt schnell verlaufen. Mein Mann ist zum Bahnhof gegangen. Zumindest. Vielleicht sollte ich male von meinem Beziehung. Suche nach Kandidaten. Fetter Prügel. Was? Kauft ihr was? Das hat sich voll schockiert. Fetter Prügel! Verkauft er was? Suche nach Kandidaten. Das Mädchen für alles? Bei vielen bleibt das Gehalt. Stan, der beste Hund der Welt. Okay. Ich glaube, ich werde ja nichts mehr. Was meinst du? Sollten wir ein paar Lebensmittelvorräte anlegen? Zum Schlafen kommst du mir heute Nacht dabei. Hey, willst du im Bauch? Sonst ist es dir aber nicht so voll. Die Leute kommen weiß nicht. Egal. Die Verbrecher sind Avalanche. Genauso. Ist was? Morgen! Na? Marlene schläft noch. Schön leise. Hm? Gut, wollen wir gleich los? Hä? Heute steht der Tausch von Wasserfiltern an. Stammen von Jesse. So eine Art Universalentgiftungsfilter. Ohne die wäre das Wasser hier ungenießbar. Und der siebte Himmel vermutlich längst schon pleite. Die meisten in der Nachbarschaft verwenden sie. Der Job ist echt super einfach. Wir bringen den Leuten neue Filter und sammeln das Geld und die alten ein. Cloud? Na, muss das sein? Das schaffst du doch allein, oder etwa nicht? Naja, nicht jeder Kunde zahlt auch gern. Hey, du bist mein Bodyguard. Bringen wir es schnell hinter uns. Vielen Dank. Ich zeig dir auch etwas die Gegend. Nicht nötig. Das eingesammelte Geld kannst du direkt behalten. Du musst dir bestimmt noch viele Besorgungen machen. Danke, Tifa. Falls das nicht reicht, bekommst du den Rest später. Barrett wollte auch noch was eintreiben. Solange ich es heute krieg, kein Problem. Hereinspaziert, hereinspaziert. Wir haben alles. Hallo, wir sind hier, um den Filter auszutauschen. Hallo, Tifa, wie schön, dich zu sehen. Hab dich schon vermisst. Oha, wer ist das? Das ist Cloud, der hilft mir heute. Das Geld kannst du ihm geben. Wow, wie beneidenswert. Für deinen Job würde ich alles geben. Nee. Du würdest kläglich scheitern. Was? Cloud! Warum kaufst du nicht etwas ein, wo wir schon mal hier sind? Na gut, wenn's sein muss. Thank you.
Besten Dank. Du bist mir hier immer willkommen, mein Freund. Ehrenwort. Wenn du Tifa im Schlepptau hast, versteht sich. Dann bis bald in der Bar. Ich mix dir auch einen deiner Lieblingsdrinks. Hereinspaziert, hereinspaziert. Der Verkäufer ist Stammkunde bei uns. Deshalb gibt er uns gute Konditionen. Na, mir wohl kaum. Du könntest versuchen, etwas netter zu ihm zu sein. Nur um den Preis zu drücken? Vergiss es. Unsere nächste Anlaufstelle ist die Vermieterin der Stella Apartments. Marla? Du kennst sie schon? Sehr gut. Sei nett zu ihr. Sie hilft uns von Avalanche wirklich sehr. Ist was? Jetzt sehen die da oben mal, wie viel sicherer das Leben in den Slums. Diese Gruppe namens Avalanche soll hinter dem... Hallo Marle, wir sind wegen der Filter hier. Tifa, wie schön, dich zu sehen. Oh, und in Begleitung. Rein geschäftlich. Lächeln. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Pass gut auf sie auf. Nicht nötig, das kann ich sehr gut selbst tun. Weiß ich ja, aber manchmal ist's besser, wenn's jemand anderes tut. Und was sollte so ein Miesepeter wie der außer Kämpfen schon können, ne? Wenn Sie meinen? Lächeln. Ich gebe mein Bestes. Warum so verbissen? Nicht gut geschlafen? Dann ruh dich aus. Wofür hast du das Zimmer? Müde Männer murren mir. Die erste Regel in den Slums. Ganz genau. Ausgeruht bekommst du vielleicht auch ein Lächeln hin. Danke, Marle. Wir müssen jetzt weiter. Einen schönen Tag noch. Euch auch! Viel Erfolg auf eurer Runde! Ja, leuchtet. Dank Marle habe ich mich ganz schnell hier eingelebt. Wohnst du schon lange in den Slums? Etwa 5 Jahre? Aber das ist jetzt egal. Wir müssen das Geld einsammeln. Fehlt nur noch der Waffenhändler. Sieh mal deine an, Tifa. Ob ein Filtertausch ansteht? Also, der Filter hat überhaupt nicht gewirkt. Das tut mir sehr leid. Dann versuchen Sie es doch mal mit diesem hier. Ich hab genug von dem Zeug. Lasst mich in Ruhe. In Ordnung. Wenn Sie Ihre Schulden beglichen haben. Wie bitte? Ich soll für den nutzlosen Schutt auch noch bezahlen? Das Geld sammelt der Herr dort ein. Schön für ihn, aber nicht bei mir. Sind Sie da sicher? Recht herzlichen Dank. Damit hätten wir alle Kunden abgeklappert. Das Geld ist eingesammelt. Willst du dich noch etwas hier umsehen? Ich will lieber wissen, wann Barrett mit seiner Runde fertig ist. Spätestens, wenn die Bar abends öffnet. Dauert aber noch ein bisschen. Was willst du tun? Tja, gute Frage. Naja, also, ich hätte da eine Idee. Willst du sie hören? Wenn du dein Geld hier mit Aufträgen verdienen willst, dann brauchst du die richtigen Kontakte. Etwas Vitamin B hat noch keinem geschadet. Ist das auch so eine Slum-Regel? Ganz genau. Beziehungen verschaffen dir Arbeit und wenn du dich gut dabei schlägst, spricht sich das rum und du erhältst neue Aufträge. Soll heißen? Du könntest zum Beispiel der Bürgerwehr zur Hand gehen. Das läuft zwar eher auf freiwilligen Basis, aber Leute lernst du ganz sicher kennen. Nun, Versuch ist es wert. Ist gleich hier oben. Folg mir einfach. Durch die Wand. Hereinspaziert und umgeschaut, mein Herr. Wer in den Slums lebt, sollte nicht ohne Waffe sein. Wo ist denn jetzt hin? Hi! Heute seid ihr zwei also mit Dienst dran? Oh. Sag mal, Cloud, willst du uns etwa unter die Arme greifen? Hängt davon ab. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Ziemlich viel. Also, wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer und bringen den Leuten zu kämpfen bei.
Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden. Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Gibt nämlich was. Das ist uns nur Nummer zu groß. Zahlen können wir nicht. Aber wir zeigen uns anders erkenntlich. Lass mal sehen. Zum Beispiel dein Schwert. Nicht modifiziert? Stimmt. Hab ich nicht nötig. Wieso? Hast du was gegen Mods? Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erklär's dir mal. Kann ja nicht schaden. Waffenmodifikation. Hast du die Waffen modifizieren? Blablabla. Okay, zack. Zack. Zuerst musst du den Charakter wählen. Dessen Waffen. Okay, wähl Cloud. Was ist, was du die Waffen wählen, die du. What the fuck? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Jede Waffe einzeln bezahlt, ich will, weißt du, das maximal aus und wähle jede Waffe aus. Oh mein Gott. Ja. Ich sehe jetzt, was sie da braucht. Ah, ich habe ja noch. Okay. Was ist wirklich okay. Alles klar. Hat's geklappt? Übung macht den Meister. Also einfach mal ausprobieren. Okay. Wir werden auch noch Werbung für dich machen. Das sind wir dir schuldig. Dank Wedges Klappermaul bist du im Nu in aller Munde. Für meinen guten Kumpel Cloud laufe ich gerne noch eine extra Runde. Ehrensache. Und wo finden wir besagtes Ungeziefer? Auf den Rostpfaden. Viel Glück. Ich komme mit dir mit, Cloud. Das schaffe ich auch allein. Aber... zu zweit geht's schneller. Okay. Dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Von hier. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor. Man kann nie wissen. Suche nach Kandidaten. Fetter Prügel. Pass gut auf dich auf, Tifa. Willkommen auf den Rostpfaden. Das reinste Paradies für lästiges Ungeziefer. Ja, das fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. Gleich die Erde. Dann zeig mal, was du kannst, Soldat. Er sieht aus. Okay. Ist ja irre. So kämpft man also bei Soldat? Das war doch gar nichts. Vielversprechend. Dann lass uns mal weitermachen. Alter, die taucht immer hinter, oder? Schon gewonnen!
Feuer. An deiner Seite verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Naja, du musst dich auch nicht verstecken. War ich überrascht. Wie schützt man sich selbst? Ich habe nicht ohne Grund 5 Jahre hier überlebt. Und jetzt mein Quiz. Welches Landregelnummer ist das? Überlass das mir. Wenn du hier leben willst, kann es jedenfalls nicht schaden. Gewonnen. Aber warte nicht. So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden, und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. Erst hau die Kisten auf. Alleskönner, hm? Offenbar. Fetter Prügel! Verkauft ihr was? Suche nach Kandidaten. Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind draußen. Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Habt ihr es schon gehört? Wow, schon zurück? Na klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Wow. Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Hast du die Mods schon probiert? Ja. Ein tolles Schwert. Habt bestimmt viel erlebt zusammen. Ja. Ziemlich viel. Alles okay? Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nix. Nichts Besonderes. Ich wüsste es trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komm auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. Och, Mann! Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen.